Die Entscheidung, sie ist gefallen. Cascada vertritt uns mit ihrem Dance-Song beim Eurovision Song Contest in Malmö. Dabei sah es noch kurz vor Ende ganz gut aus für eine sehr spezielle bayerische Bläser-Kombo. Doch die landete schließlich auf Platz 2. Generell war sie sehr bunt, die Show, und herausgestochen mit ihrer lockeren Art ist natürlich Anke Engelke. Wir sind heiß. Das hier ist der deutsche Vorentscheid. Wir sind in Hannover. Und ich verspreche Ihnen, gleich kommt hier das Eurovision Feeling Deluxe. Anke Engelke hatte nicht zu viel versprochen. Der ESC-Vorentscheid in Hannover. Er war grell, schräg, vielfältig und hatte am Ende eine Siegerin, die nicht rechnen kann. Es hat echt gedauert, bis ich das realisiert habe. Ich war immer scheiße in Mathe. Ich war am Zählen. So, Moment mal, nee, wie, wo, was? Unglaublich. 12 Punkte gehen an Cascada. Sie ist überrascht und gewinnt doch überlegen. Nathalie Horler überzeugt in Hannover, obwohl die Frontfrau von Cascada durchaus flatterig war vor ihrem Auftritt. An sowas bin ich auch nicht gewöhnt. Also mein lieber Scholli, das war schon echt cool. Und für uns ist immer was Besonderes, so eine Arena zu spielen. Und wenn die Leute so gut drauf sind, Fernsehen, das macht sowieso völlig kirre. Also es war wirklich toll. Es war total spannend. Wir haben ein völlig anderes Lied gespielt, als wir geprobt hatten. Das hat jetzt, glaube ich, eine Minute länger gedauert wie die Ursprungsversion. Aber man lässt sich einfach anstecken. Man sieht die Leute, man sieht 11.000 Leute, die stehen, die klatschen. Da kann man nicht aufhören. Und dann haben wir einfach ein bisschen länger gespielt. Das ist ein Spielgeist, danke schön! Man kann auch sagen, die Band aus Bayern nutzt die Gunst der Stunde. So einen ESC-Auftritt in Niedersachsen haben die meist unbekannten Gesangskandidaten ja auch nicht alle Tage. Davon ausgenommen unser aller Lena. Die kämpft auf der ESC-Bühne mittlerweile mit ganz anderen Problemen. Ich habe so ein Kleid an, mit so Pads. Ich kann keinen BH anziehen, weil wie man hier sieht, ist das hier alles frei. Okay. Und deswegen habe ich die ganze Zeit das Schiss gehabt, dass mir meine Brüste runterfallen. Das war mein allergrößtes Problem heute. Cascadas Frontfrau blieb von derlei Schwierigkeiten verschont. Performte souverän. Kein Wunder, die Band aus Bonn hat bereits mehr als 30 Millionen Tonträger europaweit verkauft. Unser Song für Malmö hat Potenzial, so das Votum der Jury. Sie ist eine tolle Sängerin auf der Bühne. Also da gibt's wackelt nix. Das ist super, das ist eine Garantie, dass die also toll performt. Insofern sind wir damit sicher gut vertreten. Obwohl, ich habe einen Textfehler gemacht. Ich war so aufgeregt. Ich habe irgendwie einen Quatsch gesungen. Hat's jemand gemerkt? Oh, das weiß ich nicht. Ich hab's gemerkt. Ich finde die geil. Das ist eine geile Schnalle. Und die Bühnenschau ist geil. Also ich finde es cool, dass es so viel Glitzer. Das ist ein geiler Song. Das ist ein guter Song für Deutschland. Das ist ein sehr guter Song. Guter Song. Gut. Er ist in Behandlung. Was alle gut finden, kann nicht schlecht sein. So die Lehre aus diesem ESC-Vorentscheid. So flott und eingängig erinnert Glorious doch ein wenig an den schwedischen ESC-Sieger des letzten Jahres. In 3 Monaten, am 18. Mai, werden wir wissen, ob Cascada und unser Song für Malmö in Europa genauso viel Anklang findet wie in Hannover.